So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, Quatsch, Cadence of Hyrule. Und das letzte Mal haben wir sehr viel hier abgefrühstückt auf der Karte. Und jetzt habe ich mich ein bisschen nochmal hingesetzt und geguckt, was noch alles fehlt. Ich gehe das mal kurz mit euch durch. Wir haben ja hier eine coole Möglichkeit, das jetzt zu machen. Das konnten wir damals noch nicht. Ne? Als das Spiel rauskam, gab es die Option noch nicht. Also hier ist noch eine lila Truhe. Und dann sind da auch noch ein paar Treppen. Hier zum Beispiel, die sind noch nicht abgehakt. Ne? Also normalerweise sind Treppen, die man abgeschlossen hat, abgehakt. Die ist zum Beispiel hier nicht abgehakt. Und ich glaube, das war es dann hier soweit. Und dann hier drüben sind aber auch noch ein paar nicht abgehakt. Hier oben zum Beispiel ist eine nicht abgehakt. Da ist ein Raum, da waren wir noch überhaupt nicht drin. Hier ist auch eine Treppe nicht abgehakt. Also ihr seht, wir können hier das ein bisschen systematisch noch durchgehen und da oben ist dann auch schon Ende. Da sind jetzt, glaube ich, noch zwei Deko-Kerne, die noch kommen, wenn ich hier hochfahre. Zum einen sind hier noch zwei lila Truhen, aber ich meine, die hatten wir. Ich glaube, das sind irgendwie Rubintruhen, die wieder aufgefüllt sind. Und hier ist noch eine Treppe nicht abgehakt. Und jetzt kommt noch irgendwo eine Dekonuss. Da ist noch eine Dekonuss. Genau. Und irgendwo ist noch eine Dekonuss. Ich habe jetzt ich eine... Ich habe zwei Dekonüsse, habe ich vorhin beim Durchgucken gesehen. Wo ist die zweite? Ich dachte, da war noch eine zweite irgendwo. Aber vielleicht habe ich mich getäuscht. Vielleicht war das die und ich habe die einfach doppelt gesehen. Keine Ahnung. Nee, dann war das wohl die. Okay. Wir sind aktuell hier oben. Das heißt, wir gehen einmal hier jetzt runter. Da kommen wir zu einer lilanen Truhe. Da ist auch nochmal eine lilane Truhe auf dem Weg dahin. Dann ist da unten die Dekonuss. Und da weiß ich nicht, warum da Bomben angemerkt sind. Warum sind da Bomben vermerkt? Sonst nirgends. Das ist ja komisch. Das werden wir uns mal angucken. Das ist jedenfalls erstmal der Plan. Oh, ich brauche Energie. Ah, ich komme hier gar nicht runter. Ja, da ist mein Plan schon wieder komplett da hinüber. Dann machen wir das einfach anders. Wir gehen hier runter. Da können wir uns jetzt erstmal... Naja, jetzt, dass wir jetzt... Jetzt wäre das richtig dumm. Jetzt was zu kaufen. Oh, jetzt hat's eh die Fee eingesetzt, ne? Okay, dann kann ich mir jetzt nämlich, bevor ich irgendwann mal sterben sollte, kann ich mir jetzt schön von meinem Geld hier schon mal zweimal Trank kaufen. Die dritte Flasche fehlt noch, ne? Die müssen wir noch uns irgendwo her organisieren. Gut, und jetzt können wir nämlich hier nach links, da wollte ich ja hin, genau. Aber da ist nur eine lila eine Truhe. Eine rote. Ach nein, da ist die lila. Ja, ich sehe sie. Ich bin halt blind. Alles gut. Alles gut. So. Und das war das. Oh, ist aber nur eine rote Truhe am Ende gewesen. Ach, halt hier. Hä? Nee, doch da. Fast hätte ich ihn nicht gesehen. Ach, dann ist das das Symbol für den Laden, dieses lilane, und gar nicht für die lilanen Truhen. Ja, dann nützt er mir nichts. Ach so. Ja, dann können wir auch gehen. Da war das ja kompletter Quatsch. Dann räumen wir noch kurz den Raum hier ab. Weil wir eh schon angefangen haben. So. Dann halt. Oh, ich gehe immer wieder auf die falsche Seite, ne? So. Zack. Zack. Dann ist das der Laden. Ach, das ist das Symbol für den Laden, deswegen. Ach, und ich dachte, die lilanen Truhen werden angezeigt. Ja, fail. Ah, das ist ja blöd. Ah, das ist ja blöd. Wollte ich nicht. Das ist jetzt ungünstig. Ich dachte... Ah, Mist.
Okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch die Deko los. Also einmal runter. Oh, geht das überhaupt? Ich hoffe, das geht. Also runter, links. Ah, links geht schon mal nicht. Wait, die ist lila, oder? Aber die haben wir doch bestimmt schon mal geholt. Ah, ich hasse diese Dinger aus dem Wasser. Alter! Na gut, machen wir das wieder oben. Jetzt wieder runter. Ah, so, komm her. Ne, die ist rot, die Truhe. Komplett umsonst gemacht. Null. So, hier muss jetzt ein Dekokern sein. Ja, ich sehe ihn auch. Nein, hör auf, das Viech anzugreifen. Jetzt alle Deko-Kerne? Ich weiß es gerade gar nicht. So, und hier wurde mir eine Bombe angezeigt. Das verstehe ich aber nicht. Oder ist das noch gar nicht der Raum? Geht's auf jeden Fall gut zur Sache. Ich sehe auch, dass ich hier mit einer Bombe was machen kann. Okay, was ist da drin? Tatsächlich, sind da einfach Bomben drin. Warum das jetzt unbedingt dann als Bombenraum markiert ist, weiß auch nur das Spiel. Okay. So, dann haben wir das jetzt auch. Da sind auch nochmal... Achso, das sind einfach dann Markierungen, wo ich Bomben herbekomme. Ja gut, meinetwegen. Aber direkt unter mir ist auch nochmal eine Treppe, die ich noch nicht gemacht habe. Aber ist die wertvoll oder ist die eher... Hallo? Lass mich raus. Danke. Oder ist die eher nutzlos? Wo soll die denn sein? Ach, da! Dass ich das nicht gesehen habe. Uff. Uff. Ah, das ist einfach eine Feen. Feendings, meinetwegen. So. Deswegen ist sie jetzt aber auch abgehakt. Also abgehakte Treppen sind gute Treppen. Ja. Aber wo ist jetzt meine dritte Flasche? Ach, scheiße. Dann werde ich das so nicht rausfinden. Wahrscheinlich über die Karte, ne? Weil dann haben wir jetzt im Prinzip alles Wichtige abgehakt. Ach so, die Dekokerne. Ja, warte mal. Wie viel habe ich denn jetzt? 12. Mir fällt gerade ein, dass ich ein Problem habe. Nicht... Nein. Geh weg. Na, hör auf, das zu drücken. Mensch. Ich weiß nicht mehr, wer die wollte. War das nicht der Typ, der bei Tingle war? Und der war hier unten drunter oder so? Wollte der die Kerne haben? Oh, shit. Oh, shit, ich weiß es nicht mehr. Der war auf jeden Fall hier drin. Der Typ, meine ich. Aber ich glaube, der wollte die Kerne haben, oder? Ja. Aber der sagt gar nichts mehr dazu. Ach, er hat... Oh, doch, Tingle selbst will die haben.
Okay. Gut, ja gut, aber Magie setzt sich eh kaum ein. Das war es jetzt auch nicht so der Mega. Hä, wieso habe ich noch zwei? Ich blick nicht mehr durch. Ist egal. Wayne. Wayne. Ich verstehe auch nicht, warum ich einen Herzteil mehr habe als... Weil es gibt keine mehr. Theoretisch. Dachte ich zumindest. Minibosse gibt es eigentlich jetzt auch schon nicht mehr. Ne? Wir könnten halt die Treppen da noch gucken, aber... Ja, aber irgendwo da müsste halt noch die dritte Flasche sein. Dann lassen wir jetzt halt die Flasche sein. Jetzt auch nicht hier mich ewig rumwuseln. Irgendwas habe ich vergessen. Ich weiß es. Irgendwas habe ich... Also muss ich ja, weil sonst hätte ich die Flasche. Gab es nicht irgendwo noch einen Laden, wo es die Flasche gegeben hat? Einen Spezialladen oder sowas? Ich habe doch keine Ahnung mehr. Okay, wir gehen jetzt spontan noch hier in die Treppe da rein, weil da komme ich ganz schnell hin. Da kann ich mich hin teleportieren. So. Bester Teleport erwischt auf jeden Fall. So, hier muss noch eine Treppe sein. Die erst freibuddeln? Weil ich sehe spontan sich nichts, was ich sprengen könnte, ne? Oh. Hänge fest! Na komm halt her jetzt. Wow! Jetzt sind jetzt dahin teleportiert. Das war ja sick. Moment, kann ich gerade nicht mehr buddeln? Jetzt kann ich wieder buddeln. Ja, aber wo soll denn da jetzt noch nicht... Wie kommt der jetzt da runter? Ah, nee, da drüben, jetzt sehe ich's. Ah, das habe ich echt noch nicht gesehen. Da ist mein Schmetterling. Okay, das ist einfach nur für Geld. Okay. Aber auch die Treppe ist jetzt abgehakt. Dann mach mal die Treppen schnell durch. Mein Gott, was soll's. Da ist noch eine Treppe, da komme ich auch ganz fix hin. Oder auch nicht. Ah ja. Jetzt hier? Ein Laufrätsel oder was? Wow. Beste Treppe auf jeden Fall. Okay, dann haben wir die auch abgehakt. Da oben ist eine noch. Ach Mann, aber das dauert jetzt wieder 3 Jahre, bis ich da hingelaufen bin. In welchem Raum? Wo soll die denn sein? Da drüben waren wir... Wait, waren wir da drüben einfach noch nicht drin? Doch, da waren wir drin, oder? Bin ich jetzt in dem Raum mit der Treppe?
Das ist... Hä? Nee, das ist... In dem Raum, also in dem Abschnitt, wo auch der Wasserfall ist, der, dieser große. Also schon da, wo ich jetzt eigentlich rumlaufe. Aber ich dachte, da war ich schon drin in dem Ding. Sind da mehrere Treppen oder so? Also mehrere so Dungeon-Dinge? Und das da oben, da war ich doch drin. Das weiß ich doch noch. Bin doch nicht blöd. Wo habe ich denn noch was übersehen jetzt? Da oben war auch nichts anderes. Hä? Hier ist aber auch nichts zum Sprengen nochmal. Wait, da oben. Nee. Hier ist auch nichts. An Rissen oder so in der Wand. Wait, das Ding könnte auch nochmal was sein. Auch nicht. Und dann bin ich doch aber schon wieder im nächsten Raum jetzt drin. Verwirrt. Da in dem Raum war ich doch drin. Wenn ich jetzt noch weiter rüber gehe, gehe ich doch bestimmt in das andere Viertel wieder rein. Hier ist halt auch nichts. Na, jetzt bin ich kartentechnisch. Komplett verwirrt. Welche Treppe soll das denn sein? Es bleibt doch eigentlich nur... Na gut, warte mal. Gehen wir halt nochmal da rein, ist ja egal. Kriege ich die in die Reihe, sonst muss ich es über die Dinger machen. Ach, dann leck mich. Machen wir es über die Steine. So. Da war ich doch drin oder bin ich jetzt blöd? Habe ich den Raum einfach sein lassen? Kann das sein? Sieht aber nicht danach aus. Vor allem, hier gibt es ja auch nichts. Hier gibt es ja einfach nichts. Dann war ich doch da schon drin oder nicht? Ja, die Treppe ist auch nicht abgehakt. Das ist nicht die Treppe gewesen, die gemeint ist. Das ist, genau, das ist die Treppe hier unter mir. Das heißt, da oben ist noch irgendwo ein anderer Geheimgang. Hä, wo denn? Na, genau, da wo ich jetzt bin und jetzt muss ich eins höher. Das ist schon abgehakt und das da ist es. Wo ist denn da noch ein... Hä? Habe ich da irgendwas mal... Aber hier oben ist auch nichts. Aber jetzt sind wir in dem Raum auf jeden Fall. Vielleicht da unten. Hier kann ich auch nicht rein in den Wasserfall. Ich komme auf die blödsten Ideen gerade, ich weiß. Bin ich denn einfach blind? Wie komme ich hier überhaupt raus? Oh, geil. Ah ja. Ja, diese eine Treppe, die wird doch jetzt nicht so wichtig sein.
Weil die ist ja nicht mal als Boss oder sonst was eingezeichnet. Die ist einfach nur als Treppe eingezeichnet. Aber die kann doch jetzt auch nicht so schwierig versteckt sein, wie alle anderen Treppen zusammen. Das kann doch nicht sein. Die muss ich doch einfach, ich muss doch da einfach hinkommen. Das gibt's doch nicht. Also ernsthaft jetzt. Macht mich verrückt. Was ja alles. Och, lass mich doch einfach durch. So, hier. Ist das jetzt der richtige? Danke. So. Ich meine, da oben war ich doch auch jetzt schon mal drauf. Da war ja auch nix. Komme ich da rüber? Warte mal. Aber da ist ja auch nichts eigentlich zum Sprengen. Wait. Bin ich hier oben, aber es nützt mir nichts. Hier ist nichts. Wofür kann man hier hin, wenn hier nichts... Alter... Hier ist nix. Wieso kann man da hin, wenn da nichts ist? Das war nicht, was ich wollte. Na, hier ist nirgendwo irgendwas. Ich weiß nicht, wo dieser Geheimgang sein soll, der hier... Und wenn ich hier rübergehe, bin ich doch schon wieder im anderen Gebiet. Alter. Ja, jetzt bin ich hier. Das ist nicht der Raum, wo diese Treppe aktiviert wird. Doch nicht. Ich sehe es nicht. Das ist die einzige Höhle, die ich sehe. Und dann ist hier dieser große Wasser. Da ist nirgendwo ein Riss oder sonst was in der Wand. Da ist auch kein Schmetterling auf irgendeinem Viech drauf. Dass da irgendwie unter einer Dings irgendwas sein könnte. Und wenn ich hier drüben bin, bin ich schon wieder im anderen Raum. Siehst du? Nee, bin ich nicht. Also wenn hier auf der Ebene auch noch was sein könnte, ich spreng jetzt hier die Dinger noch weg. Oder auch nicht. Keine Bombe mehr. Also es ist kompletter Quatsch. Und jetzt bin ich aber wirklich im anderen Raum. Ja. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Oh lol, ich kann mich auch so... Kann ich nicht. Wird komplett lost. Hier ist ja auch nichts. Das habe ich ja alles schon getestet. Wie gesagt, hier kann ich auch nicht rein. Das wäre halt noch was ich mir noch hätte gedacht. Aber weder im Tauchmodus noch irgendwie anders.
kann ja auch den kompletten... Ich kann ja unter der Brücke mal tauchen, aber das ist doch alles Blödsinn. Es war noch nie irgendwas, wo man tauchen musste. Nee. Jetzt bin ich eh schon wieder im unteren Abschnitt. Ich habe keine Ahnung. Ist mir jetzt auch wurscht. I'm sorry. Sorry für Zeitverschwendung. Holy shit. Was ein Quatsch. Ja, die Treppe da. Keine Ahnung. Muss Treppe bleiben. Ich weiß gar nicht, ob ich die im Originaldurchlauf mal hatte. Ich weiß es nicht mehr. Oh, was ein nutzloser Part. Was ist das da für ein Symbol? Gar kein Symbol. Da ist noch eine Treppe. Gucken wir uns die noch an. Also, sorry. Das ist ein komplett nutzloser Part. Oh, so komme ich nicht hin. So komme ich hin. Dann ist das doch noch nicht der Schloss Hyrule Part. I'm sorry. So, wo ist hier die Treppe? Da muss irgendwo ein Schmetterling auf irgendwas drauf sein, weil sprengen kann ich hier nichts. Sprengen kann ich hier nichts. Ist hier aber auch kein Schmetterling. Ist das der Raum? Ja. Ah, vielleicht kann ich doch was sprengen. Oh shit, das wollte ich nicht. Ist hier irgendwo ein Viech irgendwo drauf? Ein Schmetterling? Hä? Ich kann die mal alle kaputt machen, aber an sich ist da nirgendwo ein Schmetterling drauf, also dürfte eigentlich kein Geheimgang drunter sein. Aber wie gesagt, ich kann die mal kaputt machen. Also, langsam bin ich verwirrt. Ach, da, das Ding kann ich sprengen, ne? Oh, scheiße. Keine Bomben. Bomben? Krieg ich hier ganz schnell Bomben? Nein. Oh, wo kriege ich jetzt auf die schnelle Bomben her? Oh, wait. Wir haben doch was gelernt letztes Mal. Hier sind ja Bomben auf der Karte markiert. Oh, das ist sogar ein Shop. Ja, gut. Kaufe ich halt Bomben. Hauptsache, ich habe Bomben. Ah, was ein Quatsch. So. Wie komme ich da am schnellsten hin? Runter. Runter und links. Okay. Wait, das ist nicht... Ach, runter und links, habe ich ja gesagt. Ich höre mir nicht mal selber zu. So, und nochmal links. Ja, das ist doch, das ist eindeutig zum Sprengen. Aber man sieht auch hier wieder, es ist einfach nur für ein paar Rubine. Ist jetzt nicht so, dass das wahnsinnig wichtig wäre, hier dieser Raum. Nicht mal ran. Kann ich wieder rausheben? Ah, ich kann wieder rausheben. Easy. Aber das war das, ne? Das, Und
deswegen denke ich halt, wenn da nur eine Treppe eingezeichnet ist, aber nicht, dass da irgendwie ein Boss oder sowas ist, dann ist es auch nicht wichtig. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich schon gesagt, keine Ahnung, wir gehen. Hier ist, ne, ich habe das da, da waren wir drin, in dem Laden waren wir drin. Hier ist kein spezielles Symbol mehr, was ich noch abhaken müsste. Ja, das da, aber das ist doch nur der Spiel, das ist doch nur das Symbol fürs Spiel, ne? So wie hier zum Beispiel. Oh, aber es ist nicht abgehakt. Na, hör doch auf, dahin zu drücken. Oh! Es ist nicht abgehakt. Ich muss noch mehr erschießen. Got it. Ich kann hier noch mehr gewinnen. Alter. Wow. Immerhin den Gewinn wieder reingeholt. Go. Auf jeden Fall ist wichtig, die Dinge mitzunehmen. Die Truhen! Ach Mist. Ach. Kacke. Nein. Alter. Muss ich denn schaffen, dass ich hier noch was gewinne, was denn vernünftig ist? Geht das eigentlich auf Zeit oder auf was geht das? Nein! Ich treffe nix! Jetzt habe ich mehr Punkte. Ach, den größeren Köcher kriege ich. Ah ja, das ergibt Sinn. Jetzt ist das aber abgehakt, ja? Jetzt ist das abgehakt, siehst du? Also, spezielle Symbole müssen wir noch gucken, ob die abgehakt werden können. Ja, die Treppe da ist halt suspicious, aber ich kann es nicht ändern. Das ist klar, das ist das ganze Zeug hier um Schloss Hyrule rum. Da müssen wir sowieso rein. Da ist noch so eine Hütte. Was ist das für eine Hütte? Wait. Was ist das? Grasland. Da war ich doch aber sicherlich drin. Ach, das ist einfach so ein spezieller Laden nochmal. Wo ich für Diamanten einkaufen kann. Ja, cool. Das ist einfach ein spezieller Laden, aber nichts. Nichts, was man abhaken kann. Genauso wie der da unten. Das ist klar, da gehe ich jetzt nicht nochmal rein. Genauso wie der Bombenladen, ja, habe ich verstanden. Da ist auch nochmal so ein spezieller Laden. Und da oben... Wait, aber war ich da oben in dem speziellen Laden schon mal drin? Kann ich mich gerade fast nicht erinnern. Gehen wir mal da hoch nochmal. Wo ist denn hier ein Laden?
Wait. Da waren wir noch nicht drin. Da ist meine letzte Flasche. Ich werd wahnsinnig. Da ist meine letzte Flasche. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt können wir nach Schloss Hyrule. Jetzt habe ich alles, was ich wollte. Oh mein Gott, der letzte Laden. Oh mein Gott. Danke, Karte, dass es dich gibt. Was will ich hier drin? Eigentlich nichts. Das war der falsche Teleport. Oh mein Gott. Hä, wo ist denn das, wo ich hin wollte? Da. Jetzt habe ich's. Oh mein Gott. So. Und jetzt haben wir nämlich dreimal rotes Elixier. Nee, haben wir nicht. Jetzt haben wir nämlich dreimal rotes Elixier. Und mir ist völlig egal, was da noch hinkommt. Wir hauen ab. Nächstes Mal endlich Schloss Hyrule. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.